Damit kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für den heutigen Tag, Tagesordnungspunkt 13. Und das ist ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich darf Herrn Dr. Deppe bitten, ihn einzubringen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Glyphosat war in diesem Jahr in aller Munde. In Europa wurde heftig darüber gestritten, ob dieses Unkrautvernichtungsmittel in der EU noch länger eine Zulassung erhalten soll, nachdem die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation die Substanz als wahrscheinlich krebserregend beim Menschen eingestuft hat. Ich nehme an, Sie kennen die Diskussion. Andere Gremien und Institutionen sind zu einem anderen Schluss gekommen, und so blieb die Frage offen, sodass die EU-Kommission die Zulassung vorläufig für 18 Monate verlängert hat, mit der Maßgabe, in dieser Zeit die Beurteilungsgrundlage zu verbessern. Warum dann jetzt dieser Antrag? Warum nicht abwarten, bis weitere Gremien, die wahrscheinlich weiser sind als dieser Stadtrat, zu einem genaueren Ergebnis gekommen sind? Die Antwort lautet Risikominimierung und Vorsorgeprinzip. Wir können in Deutschland und Europa stolz darauf sein, einen vorbeugenden Gesundheitsschutz zu betreiben. Das bedeutet, eine potenziell gefährliche Substanz ist nicht erst dann zu verbieten und aus dem Verkehr zu ziehen, wenn ihre Gefährlichkeit bewiesen ist, sondern umgekehrt, solange Zweifel an ihrer Unschädlichkeit bestehen für die menschliche Gesundheit, darf sie nicht angewendet werden. Und genau darum geht es hier in diesem Antrag und in diesem Fall. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir als Stadtrat zum vorbeugenden Schutz der Dresdner Bürgerinnen und Bürger aufgefordert sind, wenn schon auf der hohen europäischen Ebene aus politischen Gründen keine Einigung erzielt werden konnte. Wir folgen damit übrigens dem Beispiel vieler Bundesländer. Das Bundesland Sachsen ist leider nicht dabei. Nun wurde uns von einigen Kollegen und Kollegen entgegengehalten, dass Glyphosat auch von den Ämtern der Landeshauptstadt Dresden gar nicht mehr angewendet werde und dass es in anderen Bereichen bisher unersetzbar sei. Das ist nachweislich falsch. Zur Anwendung durch Grünflächenamt und Regiebetriebe gab es in der Vergangenheit recht unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Auskünfte der Verwaltung. Wir können aber nun auf Gründen von verlässlicheren Auskünften davon ausgehen, Auskünften der Verwaltung, dass Glyphosat bis in jüngste Zeit zum Beispiel auf Sport- und Verkehrsflächen verwendet wurde. Umso mehr freut es uns, dass die grüne Umweltbürgermeisterin nun bereits vor Verabschiedung des Antrages den Verzicht der Stadt auf den Einsatz von Glyphosat im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Stadtgrün, das ja insbesondere für Spielstätten, Spielplätze, Parkflächen zuständig ist, und für den Eigenbetrieb Friedhöfe erklärt hat. Dies ist sicherlich auch dem Druck zu verdanken, den dieser Antrag bereits im Vorfeld entfaltet hat. Doch damit darf es nicht genug sein. Es müssen jetzt auch die anderen Eigenbetriebe der Stadt, zum Beispiel Sportstätten, darauf verpflichtet werden, genauso wie alle privaten Unternehmen, die von der Stadt Aufträge erhalten. Dafür sorgt nun unser Antrag. Ferner erwarten wir von der Stadt, dass sie über ihre Aufsichtsratvertreter zügig die städtischen Unternehmen, also insbesondere die Verkehrsbetriebe, Drehwag, Stesat, zu einem Verzicht auf den Einsatz von Glyphosat verpflichtet. Nur so kann Dresden glyphosatfrei werden. Wir haben uns in den Ausschüssen über die Unterstützung unseres Antrags durch die Fraktionen Die Linke und SPD gefreut. Wir haben uns nach der anfänglichen Polemik auch darüber gefreut, dass die Kolleginnen und Kollegen der CDU sich in den Ausschüssen der Stimme enthalten haben. Ein starkes Zeichen seitens der CDU-Fraktion wäre es nun, wenn sie in der Logik und entsprechend den Forderungen des auf ihre Initiative hin in der vorletzten Stadtratssitzung verabschiedeten Bienenantrags jetzt mit uns für den Glyphosatverzicht stimmen würden. Nur eine persönliche Bemerkung. Meine Frau und ich haben unseren diesjährigen Sommerurlaub in Schweden verbracht. Und zum Schluss sind wir in die Universitätsstadt Lund in Südschweden gekommen. Dort wurde gerade der 10-jährige Jahrestag des stadtweiten kompletten Verzichts
auf den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden begangen. Was haben wir nun dort gesehen? Eine unansehnliche Stadt mit verwahrlosten Grünflächen, Spielplätzen und Bushaltestellen? Nein, wir haben eine sehr gepflegte Stadt gesehen, mit wunderschönen Parks, grün gestalteten öffentlichen Plätzen, üppigen Blumenrabatten und einem herrlichen botanischen Garten, wie ich ihn, und ich bin Biologe, der einige botanische Gärten kennt, so schön bisher kaum erlebt habe. Sie sehen, es geht. Tun wir es Lund nach. Wir haben nichts zu verlieren und viel zu gewinnen für ein noch lebenswerteres Dresden. Vielen Dank. So, mir liegen jetzt zwei Wortmeldungen vor, Herr Dr. Reuter und Herr Obern in der Reihenfolge. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zunächst, Herr Deppe, eine Empfehlung an Sie speziell. Hören Sie bitte zu, damit Sie nicht in der nächsten Sitzung wieder Unwahrheiten verbreiten, wie Sie das in der letzten Sitzung gemacht haben. So, nun zum Antrag. Wir werden dem Antrag nicht zustimmen, sondern wir werden uns der Stimme enthalten. Ich möchte das auch begründen. Wir halten nichts von dem Antrag, er berührt Bundespolitik. Es gibt eine Uneinigkeit in der Großen Koalition in Berlin und wir wollen an dieser Stelle auch keine Parteinahme ergreifen. Zumal sich, Herr Deppe hat es angeführt, die Experten selbst bei der WHO ja nicht einig sind. Beispielsweise war vom Fachgremium GPPR zu hören im Mai, es ist unwahrscheinlich, dass Glyphosat bei der Nahrungsaufnahme für Menschen ein gesundheitliches Risiko darstellt. Können Sie nachlesen. Zum Zweiten hat die Umweltbürgermeisterin ja bereits vor der Behandlung des Antrags erklärt, dass auf Glyphosat-Verwendung in der Stadtverwaltung verzichtet wird. Insofern ist der Antrag überflüssig. Sie begründen den Antrag mit Vorsorgeprinzip und der Mitverantwortung für den Gesundheitsschutz. Allerdings heißt Ihr Prinzip im Allgemeinen bevormunden. Sie betrachten den Bürger nicht als mündig, sondern er ist zu bevormunden und er ist zu belehren. Und nur Sie wissen eigentlich, was gut ist und richtig ist. Ich möchte gern ein Beispiel anführen, wohin das führen kann. Das ist sicher etwas überspitzt, ich gebe es zu. Wir kommen zu den Bananen. Sie warten ja darauf, Herr Deppe. Bananen enthalten außerordentlich viel Kalium. Im natürlichen Kalium ist 0,01% des radioaktiven Isotops Kalium-40 enthalten. Und die Radioaktivität, das ist unbestritten, ist krebserregend. Also Frage: Versuchen Sie demnächst, den Verzehr von Bananen zu verbieten? Okay, Herr Lichtige, darauf habe ich gewartet. Und als nächstes gebe ich Ihnen noch einen Tipp. Noch gefährlicher sind übrigens Paranüsse. Die enthalten doppelt so viel Kalium. Und sie enthalten darüber hinaus das radioaktive Radium. Und zwar 1000-mal so viel wie die Gesamtnahrung in Deutschland. Sind übrigens Angaben vom Bundesamt für Strahlenschutz. Ich hoffe, ich habe Sie mit diesen Beispielen nicht auf neue schlimme Ideen für weitere Anträge gebracht. Abschließend noch eine Bemerkung. Sie nennen in Ihrem Antrag keine Alternativen. Sprechen Sie doch mal mit Landwirten. Sie werden Ihnen erklären, warum Sie das Mittel einsetzen, nämlich weil Sie damit 4-mal höhere Erträge erreichen können, als ohne diese Mittel und so die Lebensmittelpreise erschwinglich halten können. Wenn Sie alle auf dem Biomarkt kaufen würden, wo ja angeblich derartige Mittel nicht vorkommen, dann können Sie dem Antrag bedenkenlos zustimmen. Als nächster Redner Herr Obern, dann Herr Dr. Gebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, um es gleich vorwegzunehmen, die Fraktion der Alternative für Deutschland unterstützt den vorliegenden Antrag in seinem Anliegen.
den Einsatz von Glyphosat im Stadtgebiet von Dresden zu begrenzen und auch zu begrenzen auf Flächen, die unter der Bewirtschaftung der Landeshauptstadt stehen. Nur Ihre Herangehensweise halten wir für falsch. Zum einen entspricht Ihre Antragsbegründung nicht dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis. Erstens, auf Grundlage zahlreicher neuer Studien und Erkenntnisse kommen die zuständigen Behörden zu dem Ergebnis, dass Glyphosat nach jetziger Einschätzung Anforderungen des EU-Rechts für die Genehmigung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen erfüllt. Zweitens, es bestehen keine Bedenken gegen eine Genehmigung von Glyphosat für die beantragten Anwendungen. Auch sind nach vorliegenden Erkenntnissen Bienenvölker bei sachgerechter Anwendung und verantwortungsvollem Umgang mit glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln nicht gefährdet. Diese Aussagen habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das ist nachzulesen auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Ihre bemühte Begründung, die WHO habe Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft, weshalb dem Vorsorgeprinzip folgend ein Verbot von Glyphosat zwingend notwendig sei, zeigt nur, dass Sie es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen und einzig Ihre verängstigte Wählerklientel im Auge haben. Eine von mehreren Studien im Auftrag der WHO ist zu der Bewertung wahrscheinlich krebserregend gekommen. Und diese Studie hat sich nur mit dem Wirkstoff an sich und gar nicht mit den möglichen Verbreitungspfaden außerhalb und innerhalb des menschlichen Organismus beschäftigt. Andere Studien im Auftrag der WHO geben weitgehend Entwarnung beim Einsatz von Glyphosat. Der Einsatz von Glyphosat in Großballungsräumen wie Dresden, das Einbringen von zumindest umstrittenen Unkrautvernichtungsmitteln in Park- und Grünanlagen oder auf Gehwegen und Sportstätten mitten in der Stadt, wird von der AfD-Fraktion trotzdem abgelehnt. Die Vermeidung von Gesundheitsrisiken sollte wichtiger sein als Kostenüberlegungen. Die Bürger müssen darauf vertrauen können, dass in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld kein Einsatz von Breitbandherbiziden stattfindet. Zweitens wäre es aber vor allem wichtig, dass die Stadträte, die die Stadt in den Aufsichtsräten der stadteigenen Betriebe vertreten, das Anliegen, Glyphosat in Dresden nicht mehr einzusetzen, ernst nehmen und auch im Verantwortungsbereich dieser Betriebe für ein solches Verbot sorgen. Zudem stehen der Stadt inzwischen ja neue Möglichkeiten auch zur Kostensenkung bei der Grünflächenpflege in Dresden zur Verfügung. Bei solchen einfachen Tätigkeiten wie Unkrautjäten könnten und sollten die mehreren tausend jungen, beschäftigungslosen Asylantragsteller unser Gemeinwesen tatkräftig unterstützen. Die AfD-Fraktion unterstützt daher den Antrag. Als nächster Redner Herr Dr. Gebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe extra die grüne Krawatte heute umgebunden, möchte kurz auch zu dem Thema etwas sagen. Es wurde von meinen Vorrednern schon angesprochen, die Studie, die zitiert wurde hier in dem Antrag von 2014, ich habe mir das immer angeschaut, wenn man sich die Herausgeber anschaut, Agrarkoordinations e.V., Forum für internationale Agrarpolitik, Pestizids Aktionsnetzwerk e.V., alles Unternehmen, alle mit demselben Firmensitz, Adresse in Hamburg, maßgeblich gesponsert durch Greenpeace. Und insofern, Herr Dr. Deppe, als Wissenschaftler sollten Sie eigentlich auch, wenn man wissenschaftliche Arbeiten zitiert, dann sollte man auch unabhängig zitieren. Es ist schade, dass Sie dann nur eine Quelle nennen und diese Quelle vermutlich total unabhängig ist. Ich habe mir dann das Ganze weiter angeschaut und insofern auch kurz nur, meine Vorredner haben es schon erwähnt, wenn man sich die Seite anschaut, Herr Obermann hat es gesagt, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dann ist dort eben, sind die Zitate benannt, sowohl eben die Europäischen Kommission bzw. die entsprechenden Gremien dort sind zu dieser Aussage gekommen, als auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Bundesamt für Risikobewertung und das Umweltbundesamt. Ein Dossier wurde erstellt und aus dem Dossier geht hervor, dass Glyphosat aus jetziger Sicht nicht als krebserregend oder weder noch reproduktionstoxisch oder genotoxisch bezeichnet werden kann. Das sind die Erkenntnisse der Wissenschaft und wir als FDP Freie Bürger sehen es auch so, wir vertrauen auf die Wissenschaft und insofern das, was jetzt hier passiert, dass wir jetzt hier mit dem Antrag vorbrechen, ohne genau zu wissen, was passiert. Das ist ja eigentlich gerade, was wir in der Politik sehen. Wir haben es in Berlin die Situation, wir sehen es in Brüssel. Man weiß es nicht genau. Wir sollten die Entscheidung der Wissenschaftler abwarten. Denn was passiert, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen und in wenigen Monaten wissen wir, es ist doch
die Studien sind doch richtig und es gibt keine Probleme bei den entsprechenden Wirkstoffen. Ich meine, wir sind uns alle einig, langfristig ist der Einsatz von Pestiziden natürlich zu minimieren und zu reduzieren. Aber jetzt hier vorzubrechen, ohne wissenschaftliche Grundlage, das finden wir für falsch. Wir werden insofern dem Antrag auch nicht zustimmen und wir möchten auch nochmal nachfragen, speziell Pressemitteilung vom 2.8. eben von der Umweltbürgermeisterin. Es wird einfach festgelegt, wir verzichten mal darauf. Auf welcher Grundlage ist diese Entscheidung eigentlich gefallen? Worauf beziehen Sie sich da? Denn die Erkenntnisse, die vorher vorliegen, aus dem Juni, aus den Mai-Sitzungen der Gremien, sagen eindeutig anderes. Auf welcher Grundlage wird einfach so eine Entscheidung gefällt? Dann könnten wir uns das ganze Thema heute auch sparen können. Dankeschön. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Wenn Sie der Einzige wären, würde ich erstmal Frau Jenichen kurz dran nehmen und Ihnen dann das Schlusswort geben. Ja? Ich würde mal versuchen, kurz die Grundlage darzustellen. Das ist tatsächlich ein Stadtratsbeschluss, in dem wir aufgefordert worden sind, den Einsatz von Herbiziden und Glyphosat zu minimieren, nicht gänzlich zu verzichten. Wir haben uns zusammengesetzt, uns die Erfahrungen aus einer Arbeitsgruppe gegründet unter Federführung des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft als zuständigen Amt, haben uns die Erfahrungen in anderen Großstädten angeguckt, die bereits auf glyphosathaltige Herbizide verzichten, haben uns ausgetauscht, haben uns die Alternativen angeschaut im Regiebetrieb bei der Stadtreinigung, die schon mit diesen Heißwassergeräten Unkraut beseitigen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir diesen Verzicht gut organisieren können, ohne in der Grünflächenpflege nachzulassen. Wir werden in den Haushaltsberatungen darüber reden, was wir generell für Pflege brauchen, aber der Glyphosatverzicht macht dort, ich sage jetzt mal, das Kraut nicht fett, weil hätten wir so flächendeckend Glyphosat eingesetzt, dann hätten Sie es sicher erfahren. Glyphosat ist noch an einigen wenigen Punkten eingesetzt worden von der Stadtverwaltung, bei den Schulen schon zum Beispiel nicht mehr. Der Regiebetrieb bereitet Alternativen vor. Also wir können das organisieren und wir beraten auch die Einrichtungen und Unternehmen, die noch Glyphosat einsetzen. Und auf der Basis, nach mehrmonatigen Diskussionen, Arbeitstreffen, Erfahrungsaustauschen mit anderen Städten, Ihrem Stadtratsbeschluss folgend, haben wir gesagt, ja, das geht. Und ich bin auch der Meinung, es geht für die ganze Stadtverwaltung. Und insofern wäre der Antrag hier eine Unterstützung. So, dann das Schlusswort, Herr Dr. Deppe. Ich möchte dann doch noch mal auf zwei meiner Vorredner eingehen. Also zunächst zu Ihnen, Herr Professor Gebel. Also es handelt sich hier nicht um irgendeine Lobby oder eine Interessensgruppe, die hier eine Studie vorgelegt hat, sondern es handelt sich um die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation. Ja, das ist ein sehr renommiertes Gremium von Wissenschaftlern, die sich eben auch nicht nur eine Studie angucken, sondern viele Studien angucken, ehe sie zu solchen Aussagen und Empfehlungen kommen. Ne? Also das sollten Sie bitte dann selber mal nachlesen, ehe Sie hier solche Vorhaltungen machen. Ne? Gut, und nun zu Ihnen, Herr Dr. Reuter. Also ich muss wirklich sagen, Sie sind ein großer Meister der schrägen Vergleiche, der Vergleiche von Äpfeln und Birnen oder man könnte vielleicht auch sagen von Bananen und Birnen. Ne? Also ich habe mich ja schon ein bisschen gewundert, dass Sie sich nicht entblöden, mit diesem Bananenthema nochmal zu kommen. Ne? Also Sie wissen ganz genau, dass die Gefährlichkeit der Bananen in dem von Ihnen insinuierten Sinn überhaupt nur dann auftreten würde, wenn jemand sich ausschließlich von Bananen ernähren würde, ne? Oder von Paranüssen. Ne? Also so blöde ist, glaube ich, niemand. Ne? Und nun passen Sie auf. Dann ist aber der entscheidende Unterschied, und deshalb ist Ihr Vergleich so schräg, Sie über den Verzehr von Bananen oder von Paranüssen kann jeder Bürger im Lichte der von Ihnen erwähnten Studien selbstständig entscheiden. Aber ob sich irgendwo auf einer Rasenfläche Glyphosat befindet, das dort ausgebracht worden ist, das weiß man nicht. Darüber kann man nicht entscheiden, sondern man setzt sich diesem Risiko unwissend aus. Das ist der zentrale Unterschied. Und es ist zum Beispiel auch so, dass die Stadt eine Fürsorgepflicht hat für diejenigen, die eben in ihrem Auftrag arbeiten, beziehungsweise die bei der Stadt angestellt sind.
Und da gibt es eben Menschen, die halt ständig im Bereich der Grünpflege arbeiten und dann eben dort auch, so man nicht darauf verzichtet, so es nicht verboten wird, ständig mit diesem Stoff arbeiten. Ne? Und auch um diese Menschen geht es. Ne? Und die sind eben einer besonders hohen Belastung unterworfen. Ne? Also bitte nicht diese völlig verfehlten Vergleiche. Und dann noch ein letztes, und das geht ja wieder in dieselbe Richtung. Sie fangen jetzt mit den landwirtschaftlichen Flächen an. Ne? Da kann man zunächst mal sagen, über die reden wir hier gar nicht. Ne? Der Antrag bezieht sich eben auf die kommunalen Flächen der Stadt Dresden, ne? Und nicht auf die Landwirtschaft. Aber in der Landwirtschaft ist sehr wohl auch der Verzicht auf Glyphosat möglich. Und das beweist die ökologische Landwirtschaft in Deutschland tagtäglich. Ne? Wie gut und wie prima man kostbare Lebensmittel und köstliche Lebensmittel erzeugen kann, ohne auch nur ein einziges Gramm von Herbizid oder Pestizid einzusetzen. Ne? Also allein da schon, damit ist schon widerlegt, dass wir auf diese Substanz nicht verzichten könnten. Vielen Dank. Schlusswort. Schlusswort. So, dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 43 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 21 Enthaltungen damit angenommen. Damit hätten wir auch die heutige Tagesordnung geschafft. Ich bedanke mich für die konstruktive und zügige Abarbeitung der Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen einen schönen, wohlverdienten Feierabend.